Wenn ihr Level 50 in Lost Ark erreicht, schaltet ihr das Endgame frei. Das Endgame, das sich wöchentlich resettet, bedeutet, es lohnt sich auch, möglichst schnell auf Level 50 zu kommen. Ihr könnt dann Chaos Dungeons spielen, Raid spielen, könnt euch ein paar mehr tägliche Belohnungen abholen. Also insgesamt bietet euch Level 50 viel mehr Möglichkeiten in Lost Ark. Deswegen wollte ich einmal diesen Guide machen, wie ihr das möglichst schnell erreicht. Bedenkt dabei im Hinterkopf, dass natürlich nichts für die Leute, die möglichst viel von dem Spiel irgendwie auf eigenen Wege erleben möchten, vielleicht die Story großartig erleben möchten oder ähnliches. Aber ihr könnt euch natürlich auch sagen, ey, ihr grindet erstmal möglichst schnell auf Level 50, habt das Endgame und genießt dann die Story noch ein zweites Mal auf einem Zweit-Account. Das ist ganz euch komplett überlassen. Niemand soll hier zu irgendetwas verpflichtet sein, nur weil jemand ein Video dazu macht. Es ist auch bekannt aus der koreanischen Community, beziehungsweise mittlerweile hat man das auch in europäisch natürlich gemerkt, dass man das Ganze schaffen kann, also Level 50 zu erreichen, in so 10 bis 15 Stunden maximal, wenn man wirklich durchgrindet und so ein bisschen versteht, was man da eigentlich spielt. Von daher behaltet das immer im Hinterkopf. Ihr werdet jetzt hier rushen, wenn ihr das befolgt, was ich mache. Und behaltet immer im Hinterkopf, dass ich regelmäßig auf twitch.tv/sonio stream. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dienstags, Freitags, Sonntags bin ich immer sicher ab 21 Uhr online. Ich versuche aber gerade mehr Streams einzuschieben, weil ich einfach Bock habe auf dieses Game. Von daher, lasst ein Follow da, lasst uns gemeinsam in Lost Ark grinden. Ich freue mich auf euch. Link in der Videobeschreibung. Doch, fangen wir an. Sobald das Spiel startet, habt ihr natürlich erstmal irgendwie einen Charakter, den ihr designen müsst. Da könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, viel Zeit drin verbringen, euren Charakter so zu designen, wie ihr das wollt. Aber wenn ihr schnell durch wollt, nehmt ihr ein Preset, geht rein und skippt das Ganze und holt euch das irgendwann im Nachhinein für die Währung, dass ihr den Charakter noch bearbeiten könnt, wenn ihr das machen wollt. Aber wie gesagt, auch wieder nur für die Leute, die hier das wirklich komplett grinden wollen. Danach kommt ihr auch dahin, wo die Charaktere nochmal ein bisschen ausprobieren könnt. Das gibt ihr das Ausprobieren. Wählt direkt eure Klasse, die ihr spielen wollt im Game. Habt noch einen Prolog, den ihr skippen könnt, was natürlich extreme Vorteile bietet, wenn man da nicht noch langsam hin und her läuft für so ein paar Belohnungen, die man nicht braucht. Von daher, Prolog einfach skippen und dann kommt ihr super schnell in dieses Spiel rein. Und wenn ihr das gemacht habt, folgt das, was wirklich wichtig ist. Und zwar das Skippen von jeglichem Content, der nicht die Hauptstory ist. Ihr verfolgt quasi die Main Quest des Games und spielt nichts anderes außer die Main Quest. Bedeutet, die Main Quest startet, ihr verfolgt die Mission, guckt, wo müsst ihr jetzt nächstes hin, geht dahin, spielt die Main Quest, tötet alles, was da ist quasi in dieser Main Quest, nichts anderes, was nicht zu dieser Main Quest gehört und macht so immer weiter und weiter und weiter. Nebenmissionen nehmt ihr am besten gar nicht an und falls ihr sie mal doch annehmen solltet, ignoriert ihr sie einfach und könnt es so wunderbar folgen. Nur das Pet am Anfang des Games, das solltet ihr wirklich ganz dringend mitnehmen. Ihr werdet dann aber irgendwann an einen Punkt im Spiel kommen, an dem gibt es quasi keine direkte Main Story mehr, beziehungsweise die Main Story heißt dann, finde einfach nur alle 7 Archen und ihr seid so ein bisschen auf euch allein gestellt. Stattdessen kriegt ihr eine neue Quest, die mit einem blauen Icon markiert ist, so eine Open World Quest und dieser Quest folgt ihr ab dann stattdessen. Bedeutet, eure Main Quest könnt ihr, wenn ihr den J-Button drückt, einfach ausblenden lassen, entsteht dann nicht ständig, dass ihr die 7 Archen finden müsst und könnt stattdessen nur dieser blauen Quest ganz entspannt folgen und damit immer weiter und weiter und weiter machen. Sobald ihr das habt, braucht man eigentlich nur noch 3 Inseln, wenn ihr die erfüllt habt quasi, die letzte davon ist Argentine, seid ihr wahrscheinlich ungefähr Level 50, danach kommt noch Vern und dann habt ihr die Story auch so weit abgeschlossen, dass ihr einen Character Pass erhalten habt. Bedeutet, ihr könnt, falls ihr das noch nie gemacht habt, dann einen zweiten Charakter direkt auf Level 50 bringen und seid dann so weit, dass ihr im Endgame seid. Also schon mal eine sehr coole Sache. Das ist natürlich so das einfachste, grundlegendste, was man befolgen muss in seinem Kopf, was auch sehr, sehr einfach ist zu befolgen, damit man wirklich auf optimalsten Wege auf Level 50 kommt. Aber es gibt noch so ein paar kleinere Tipps, die möchte ich auch einmal in diesem Video wiedergeben, damit ihr sie für euch habt. Das meiste davon habe ich auch schon in meinen Videos wiedergegeben mit den 5 Tipps, als auch den 6 Fehlern, die man in Genshin Impact vermeiden sollte. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, die Videos, falls ihr Bock darauf habt. Ich versuche möglichst viel, was wichtig ist, alleine zum Leveln jetzt nochmal in diesem Video wiederzugeben, damit ihr es einfach gebündelt in einem Video habt. Dabei sei das Erste, was wirklich wichtig ist zu befolgen, dass ihr euch nicht zu lange mit einzelnen Gegnern aufhaltet. Also versucht eher, die Gegner irgendwie zu gruppieren, versucht daraus eine Masse zu machen, versucht dann einen AOE-Skill auf diese Gegner drauf zu hauen und alles auf einmal zu töten, anstatt dass ihr einen Gegner tötet, zum nächsten Lauf, den nächsten Gegner tötet, dann wieder zum nächsten. Das funktioniert besonders gut immer, falls ihr eine Main-Quest habt, hey, hier, besiege 40 von den Gegnern, tötet nicht 5 auf einmal, dann wieder 5, dann wieder 5, sondern versucht wirklich diese 40 oder zumindest 20 bis 30 zusammen zu gruppieren in einer Masse und dann AOE-Skills drauf zu hauen, das spart euch viel Zeit. Und das nächste ist auch sehr cool, und zwar gibt es ja die Kanäle über der Map. Und wenn ihr bei einem Kanal seid, wo viele verschiedene Spieler gerade mit euch an einem Punkt stehen,
dann kann es sein, dass sie euch so ein bisschen die Mobs wegnehmen, die Items, die ihr einsammelt, wegnehmen. Und dann könnt ihr stattdessen den Kanal wechseln, habt weniger Mitspieler und könnt ganz entspannt für euch die Mobs töten, die da rumlaufen. Auf eurem Weg werdet ihr natürlich auch sehr oft in Dungeons kommen, wo ihr auch immer wählen könnt zwischen einem normalen Modus und einem harten Modus. Wählt hier jedes Mal, wenn ihr schnell sein wollt, den normalen Modus. Ihr kriegt genauso viel XP wie im harten Modus, ihr kriegt ein bisschen weniger Loot, aber gerade so in diesem Anfangsbereich ändert sich eure Ausrüstung eh so häufig. Das heißt, wenn ihr besseren Loot kriegt, ihr das ganz schnell wieder ausgetauscht kriegt. Deswegen lieber Normal Dungeons als Hard Dungeons rushen, dadurch seid ihr schneller und kriegt genauso viel XP. Zu Beginn des Spiels, besonders Lutera, wird es ja so sein, dass jedes Mal, wenn ihr eine Quest erfüllt habt und dann guckt, wo ihr als nächstes hin müsst, ihr meistens an irgendeinem Punkt müsst, wo in der Nähe dieser Treepod ist, wo ihr euch hin teleportieren könnt und schwupp, ihr könnt die Quest abgeben. Sobald ihr dann aber ins Segeln geht, ändert sich das ein bisschen und viele der Quests lassen sich auf einmal vor einem Dungeon abgeben und nicht mehr in der Nähe eines Treepods, beziehungsweise vor einem Dungeon, wodurch ihr viel schneller werdet, wenn ihr euch einfach davor teleportieren könnt. Und ihr kriegt dafür einen passenden Song, den ihr einfach abspielen könnt, bedeutet, ihr spielt einen Dungeon durch, seht dann quasi auf der Map, vor dem Dungeon müsst ihr das nächste abgeben, spielt den Song, seid vor dem Dungeon und müsst nicht extra nochmal von irgendeinem anderen Treepotter hinlaufen. Natürlich auch ein ganz wichtiger Tipp, tötet nicht unnötig alle Monster, die euch über den Weg laufen. Also, das ist so viel Arbeit für 0 XP gefühlt. Ihr kriegt immer 1 XP pro getöteten Monster und ihr fangt sehr früh an, in eurer Hauptquest für jede abgeschlossene Quest 10.000 XP plus zu kriegen. Also, da kommt ihr super, super schnell hin. Und wenn ihr das vergleicht, 10.000 XP für eine schnelle Quest, wo ihr einmal von A nach B gelaufen seid, im Gegensatz zu, ihr tötet 100 Monster und kriegt 100 XP, macht lieber die Quest und ignoriert so viele Gegner, wie es geht. Was die Skills angeht, lohnt es sich, wenn ihr da so durchrusht, dass ihr nicht alle Skills irgendwie gleichmäßig levelt, sondern dass ihr euch auf bestimmte Skills fokussiert. Besonders wenn ihr Max Level erreicht, werden diese Fähigkeiten nochmal viel stärker. Also es lohnt sich so, sich 3-4 Skills rauszusuchen, die man fokussiert. Zuerst versucht, auf das höchste Level zu bringen und damit den maximalen Damage rauszuballern. Ich werde auch morgen nochmal einen Alle-Klassen-Guide oder übermorgen, je nachdem, einen Alle-Klassen-Guide machen, wo ich so grundlegend sage, worauf man sich gut am Anfang fokussieren kann. Und falls ihr Ausländer sein wollt, es gibt viele Items, die irgendwie Schaden auf den Gegner anwenden, anstatt nur eure Skills, die könnt ihr auch gerne anwenden, als auch was ein super cooles Item ist, die Robe, die euch schneller durch die Gegend bewegen lässt und die könnt ihr gerade in Dungeons benutzen, wo ihr keinen 3T-Grader ausrüsten könnt, um einfach schneller von A nach B zu kommen. Natürlich sollte auch irgendwo logisch sein, dass ihr zwischendurch Fähigkeiten kriegt, um irgendwie Erz abzubauen oder Bäume zu fällen oder ähnliches, die euch natürlich nicht viel im Levelaufstieg bringen. Natürlich, die sind cool fürs Housing und später für das Schiffesystem, aber so während des Levels bringen die nicht so viel, sodass man das eher ignorieren sollte. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Tipps, um möglichst schnell durchzukommen. Wie gesagt, ich habe ja noch dieses 6 Fehler vermeiden Video als auch 5 Tipp Video, wo ich noch ein bisschen mehr sage mit allgemeinen Tipps, sodass ihr da Bescheid wisst, dass ihr möglichst gut und effizienter durchkommt, ohne viel, ja, eure Gedanken mit unnötigen Kram zu verschwenden. Aber am Ende des Tages geht, wie ich es am Anfang meinte, spielt das Spiel in eurem Tempo, so wie ihr Bock drauf habt. Ich bin eher jemand, der gerne schnell rushen möchte, der jetzt gerade die Storys gibt, aber ich habe eher die Chance, später in den Erinnerungsraum mir einfach alles wiederholt nochmal anzusehen. Die komplette Story, sobald ich Bock drauf habe, werde ich wahrscheinlich einfach mal im Stream gemeinsam mit euch genießen, dass wir zusammen die Story verstehen, aber das kann ich noch nach hinten schieben. Jetzt erstmal Level 50, Endgame spielen und so viel Content mitnehmen wie möglich und genauso habe ich endlich Bock auf PvP, dafür muss ich also auch ganz dringend die Story rushen. Also ich bin bereit, ich habe Bock drauf, ich habe Bock auf Lost Ark und bin einfach froh, dass sich hier auch langsam eine kleine Lost Ark Community bildet. Von daher geht ganz liebe Grüße raus an jeden, der mir bereits gefolgt bzw. abonniert hat auf diesem Kanal für Lost Ark. Ganz liebe Grüße geht raus an euch. Viel Spaß mit den Tipps und wir sehen uns im Stream.